Grüß euch, herzlich willkommen zu meinem Podcast Wolliges Geplauder. Ich bin die Jenny aus dem Allgäu und ihr hört und seht hier hauptsächlich von dem, was ich die letzten Wochen gehandarbeitet habe. Heute ist auch noch ein kleiner Reisebericht dabei, aber der kommt ganz am Schluss und wen das nicht interessiert, der kann da natürlich abschalten. Ja, zunächst mal muss ich mich entschuldigen für mein letztes Video. Da ging einiges schief. Also ich habe das ja zweimal hochgeladen und zweimal aufgenommen. Die zweite Version ist, glaube ich, etwas kürzer geworden. Da habe ich dann nicht mehr die Geduld gehabt, alles neu zu detailliert zu erzählen. Irgendwie habe ich da dann, hat sich die Tonspur eben verändert. Und ja, deswegen habe ich es dann nochmal aufgenommen und da hat es dann auch gepasst. Ich hoffe, das geht jetzt dieses Mal alles klar. Ich glaube, das ist in anderen Podcastern auch schon mal so ähnlich passiert. Also es ist vor allem, wenn man auf Pause drückt, funktioniert es dann nicht mehr so ganz. Also ich habe dann erst gedacht, das ist vielleicht mit dem Programm, wo ich das Ganze dann so zusammenschneide, dass es daran liegt. Aber es war schon das Video an sich, hatte eben diese verstellte Tonspur und ich keinen Plan, was ich da dann machen kann. Ja, deswegen dann die Neuaufnahme. Es windet hier etwas. Ich sitze gerade auf meiner Terrasse. Wetter ist so durchwachsen. Wir haben heute den 27. Genau, 27. August. Montag, eigentlich ein ungewöhnlicher Tag für mich zum Aufnehmen. Aber ich habe jetzt eben gerade so Zeit und ich habe euch eine ganze Menge zu zeigen. Deswegen will ich das jetzt auch gleich machen. Ja, ihr hört leider im Hintergrund jetzt den Rasenmäher. Ich hoffe, das ist nicht allzu störend. Außerdem raschelt es immer. Das ist der Wind, der hier durch mein Schilf streicht. Das ist eigentlich ein sehr schönes Geräusch, finde ich. Aber ich hoffe, von der Tonqualität könnt ihr mich gut verstehen. Ja, ich sitze hier draußen. Wetter ist einigermaßen passend und hier ist einfach das Licht am besten. Gut, was wollte ich noch sagen zur Einführung? Ich bedanke mich natürlich wieder für eure lieben Rückmeldungen und Kommentare. Freut mich immer von euch zu hören und zu lesen. Und ja, und vielleicht auch mal zur Abwechslung mal wieder. Da kommt meine Katze. Sag mal, Olaf. Ja, nein. Er ist einfach im Mag nicht aufs Video. Hatten wir ja schon mal. Gut. Ja, wo bin ich zu finden? Also auf Ravelry, da bin ich unter Jenny Kreativ zu finden. Da könnt ihr meine Projektseite anschauen. Ich habe auch mal einen Thread bei einem, ich glaube, Podcasting auf Deutsch heißt dieses Forum. Aber da habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr reingeschaut. Also müsste ich mal wirklich wieder machen. Also ich bin bei Ravelry nicht so aktiv. Also ich versuche, meine Projekte einzupflegen. Aber so in den Foren oder so gucke ich mich selten eigentlich um. Dann bin ich bei Instagram unter fliegenpilz70 zu finden. Wenn ihr meine Bilder, mein Account abonnieren wollt, wenn ihr mich abonnieren wollt, einfach anfragen, wenn ich irgendwie merke, ihr habt was mit Wolle zu tun oder andere Podcaster, die ich kenne, haben euch schon abonniert, dann ist es kein Problem, sollte ich das nicht irgendwie rausfinden, dann schreibt mich vielleicht direkt nochmal an und dann ist es, dann abonniere ich das dann oder bestätige ich das Abonnement von euch. Ich habe es einfach privat geschaltet, damit nicht irgendwelche Leute da das abonnieren, die eigentlich ja, damit gar nichts anfangen können oder einfach, ja, ich wollte es halt so ein bisschen auch kontrollieren, wer da reinguckt. Ja, dann, genau, das war es jetzt so für den Anfang. Und zunächst zeige ich euch mal, was ich die letzten zwei oder eigentlich sind es fast drei Wochen seit der letzten Aufnahme fertig gemacht habe. Und das erste Teil, das seht ihr eigentlich schon die ganze Zeit, das ist mein Persikatuch. Ich ziehe es mal kurz aus. Das war letztes Mal ja wirklich schon fast fertig. Da haben nur noch ein paar Zentimeter gefehlt. Ich habe jetzt auch keinen Project Keeper drinnen oder Project Marker, wo ich das letzte Mal war. Ich glaube, das ist wirklich nur noch so diese letzten paar Reihen dazugekommen. Dann habe ich es abgekettet und gespannt habe ich es auch nicht. Ich habe es nur gewaschen und dann schön ausgelegt, getrocknet. Und das hat sich also wunderbar dann
vom Maschenbild ist es gleichmäßig geworden. Und ihr seht, es ist sehr, sehr dünn, weil ich mit ziemlich dicken Nadeln gestrickt habe. Aber das finde ich eigentlich jetzt ganz okay. Also ich war am Anfang, habe ich ein bisschen gehadert damit, aber durch das, dass es jetzt wirklich so ein schönes, recht gleichmäßiges Maschenbild ist, ist das ja ein sehr, sehr angenehmes Sommertuch. Ich habe das Tuch gestrickt im Zuge von dem Call von der Farbenspielerei, habe mich da dann auch noch angemeldet, aber naja, ich habe nichts gewonnen, aber das habe ich mir schon gedacht. Ich bin da auch nicht so der Glückspilz bei solchen Dingen. Und die Wolle ist von 100 Farbspiele, die Farbe heißt Jeans Rot und ich habe circa, Moment, muss ich nachgucken, genau, 175 Gramm habe ich verbraucht, also ich habe noch so einen Rest übrig, das würde jetzt noch ins Knallrote übergehen, aber das wäre mir dann zu groß geworden und ich hatte auch keine Lust mehr zu stricken. Ja, und ja, aber ich bin damit fertig. Und ja, bin zufrieden. Also es trägt sich sehr angenehm. 50% Baumwolle, 50% Polyanteil. Also es ist für den Sommer wirklich ein sehr, sehr schönes Tuch. Oder als auch so für diese Übergangszeit. Und auch von den Farben her, finde ich, kommt es ganz gut rüber. So das Hellblaue, man kann das dann auch so tragen, dass das Hellblaue ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Also lässt sich verschieden eben kombinieren. Ja. Dann habe ich noch etwas fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das letzte Mal gezeigt habe, aber ich glaube schon, dass ich euch den Anfang gezeigt habe. Und zwar habe ich ja Babysocken gestrickt. Ja, Baby ist inzwischen auch schon, ist 5 Monate, aber ist recht groß gewachsen. Deswegen sind die Socken auch relativ groß schon, also für Babysöckchen, finde ich. Und die sind fertig geworden. Und zwar sind die, das die hier. Die Anleitung ist aus das geniale Sockenbuch. Habe ich euch, habe es jetzt nicht dabei, ich habe es euch letztes Mal gezeigt. Das ist eine ganz schlichte Anleitung. Man strickt hier oben ein, ich habe da eins rechts verschränkt, eins links. Dann geht es über in so Streifen und zum Übergang von diesen Streifen wird einfach so eine kleine Hebemaschen, zwei Hebemaschenreihen eingefügt, sodass es eben da so ein bisschen ineinander läuft. Das ist eine Boomerang-Phase, die ich gemacht habe. Und dann oben eine ganz normale Spitze. Das habe ich jetzt nicht unbedingt nach Anleitung gemacht, sondern eben so, wie ich immer die Spitzen mache. Ja, und soll Schuhgröße 17 sein. Ich hoffe, dass sie passen. Also wenn, dann sind sie eher zu groß und das Kind wächst dann rein. Das ist dann auch in Ordnung. Aber auf jeden Fall, ich finde, sie sind sehr schön geworden. Mir gefallen sie sehr gut. Die Wolle, die ich verwendet habe, ist einmal die hier. Das ist von Almrauschwolle von der lieben Barbara. Ein Rest, da habe ich nur 10 Gramm, glaube ich, gebraucht. Ja, so 10 Gramm ungefähr. Und das ist Wollmeise Nicole. Da habe ich, glaube ich, 13 oder 14 Gramm davon gebraucht. Also, ja, wirklich etwas, was man schön aus Resten stricken kann, solche Babysöckchen. Und die bekommt er jetzt dann demnächst, weil da ist dann die Taufe und da wollte ich dann eben ihm die Söckchen geben. Und habe noch ein paar andere Söckchen auf den Nadeln, aber die zeige ich euch dann nachher. Ja, dann, was mache ich denn aktuell? Gehen wir doch dann gleich über zu den Works in Progress, wie es so schön heißt. Als erstes, wie immer, meine Sockenwolldecke. Sie aus. Wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, ich habe tatsächlich die dritte Reihe endlich vollendet. Tada. So. Also sind es wirklich 3 komplette Reihen. Hier war ich das letzte Mal. Das sind dann 3 Quadrate noch dazugekommen. Das ist von meinem, ach, muss jetzt gerade so einen Krach machen, Sabradi. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich versuche etwas lauter zu schreien. Also das hier ist ein Rest von meinem Pullover. Wie hieß der nochmal gleich? Genau, von meinem Cocktail-Jumper. Die 2 sind von der lieben Annika. Da hat der Rest nicht ganz gereicht. Deswegen habe ich das mit dem Gelb hier noch angestückelt. Finde aber, das passt
zu dem Orange einfach ganz gut dazu. Und dann habe ich gleich noch eine neue Reihe begonnen, da bin ich aber jetzt noch nicht so weit. Da habe ich erst so, ja, 2/3 würde ich sagen von diesem Quadrat. Jo. Also sie wächst langsam vor sich hin und es macht mir nach wie vor Spaß dran zu stricken. Das ist immer so ein Quadrat nehme ich mir vor pro Woche. Und ja, das dauert natürlich dann schon eine gefühlte Ewigkeit, bis das mal zu einer Decke wird. Aber es stört mich jetzt nicht, dass das sich so hinzieht. Es macht einfach Spaß und man sieht dann immer, ach, das passt schön. Eine schöne bunte Angelegenheit auch, finde ich. Weil das so, diese knalligen Farben. Auch das ist von der Annika, glaube ich, dieser Rest. Jo. Ich habe mir auch noch überlegt, ob ich mich zu so einem Adventskalender wieder anmelde, wo ich letztes Jahr mitgemacht habe. Aber ich war da zu langsam. Also ja, also man muss ja da, oder ich habe mich dann einfach, habe es vergessen, mich anzumelden und bin da jetzt leider dieses Mal nicht dabei. Aber gut, man hat ja auch so einige Reste zum Verarbeiten und kommt dann auch weiter mit der Decke. Ja, dann, was habe ich noch auf den Nadeln? Genau, meine Viola, meine schöne Vereiljacke oder Stranded Collarwork Jacke. Da gibt es ja verschiedene Begriffe, wie man das nennt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Vereil ist oder Stranded Collarwork oder wie man das sonst nennt. Es ist auf jeden Fall eine bunte Jacke und letztes Mal habe ich, glaube ich, euch gezeigt, da war ich ja beim Bündchen. Ich habe auch beim Ärmel ein paar Reihen gestrickt, aber den habe ich jetzt nicht dabei. Also da ist jetzt, sind bloß wirklich ein paar Reihen hinzugekommen. Aber hier war ich einigermaßen fleißig. Gerade die Sonne weg. Also, ist dieser rote Streifen zuerst dazugekommen. Und hier beginnt jetzt so dieses Hauptmuster. Ah, so sieht man es gerade besser. Genau. Und das sind, normalerweise strickt man mit 2 Fäden und ab und zu kommt eine Reihe, in der man mit 3 Fäden stricken muss. Ich bin auch mit der Rückseite recht zufrieden. Also es ist auch wirklich so, dass sich das Ganze nicht irgendwie zieht oder 2 Fäden hängen. Also ja, ich bin zufrieden mit dem, was ich da werkle. Und hier in der vorne seht ihr diese Lücke. Genau, und hier ist dann gedacht, dass man das Ganze dann irgendwann aufschneidet. Also das Bündchen hat man noch in Reihen gestrickt und hier schneidet man das dann auf. Und da kommt dann eine Blende eben hin und kommen dann eben Knöpfe hin. Da habe ich mich noch nicht so damit beschäftigt. Ich lese die Anleitungen nie von vorn bis hinten durch, sondern ich mache das immer so Stück für Stück und hoffe, dass ich dann nirgendwo hängen bleibe. Ja, die Wolle, die ich dafür verwende, also es ist eine Kaufanleitung bei Ravelry, muss ich auch noch dazu sagen. Viola heißt sie. Ich habe leider kein Bild davon, aber vielleicht könnt ihr mal googeln oder auch auf Pinterest findet ihr einige schöne Bilder von dieser Jacke. Ich verwende dazu Drops Alpaka. Einmal in diesem Petrol und in Braun. Und in das Rote ist auch Drops Alpaka. Das habe ich jetzt nur nicht in dem Beutel drin, weil ich das jetzt längere Zeit nicht mehr brauche. Und dann das Beige ist eine Drops Flora. Die hatte ich eben auch noch übrig, deswegen habe ich die verwendet. Und die Nadelstärke ist 3,5, glaube ich mal. Ja, 3,5 Chagu Nadeln sind das, auf die ich das stricke. Ja, also es ist schon, also man muss sehr konzentriert arbeiten, das ist nichts für nebenher. Es tun mir dann immer nach einer gewissen Zeit auch ein bisschen die Finger weh oder die Hände weh, weil ich mich wohl bei diesem Farbarbeiten doch mehr verkrampfe als beim normalen Stricken, da habe ich das überhaupt nicht. Deswegen geht es relativ langsam voran, also versuche halt immer wieder mal so ein paar Reihen da hinzunadeln. Aber es macht Spaß und ich freue mich auf das Endergebnis, ob ich das allerdings diesen Winter anziehen kann. Weiß ich noch nicht. Ja, also ich merke schon, also es dauert auf jeden Fall, bis man da
bis das einfach weitergeht. So, dann habe ich ja, dann habe ich noch gestrickt, an dem Edi habe ich auch noch gestrickt, an dem blauen Seidenpullover. Den habe ich jetzt allerdings nicht dabei, man sieht jetzt auch nicht so viel. Und ich habe ihn jetzt auch so ein bisschen zur Seite gelegt. Einfach liegt daran, weil der Sommer hier vorbei ist und ich eigentlich keine Lust jetzt habe, irgendwo an einem Sommerprojekt zu stricken. Ich denke, dass ich den vielleicht dann nächstes Jahr im Frühjahr wieder aufgreifen werde und zu Ende stricken möchte. Aber jetzt habe ich irgendwo die Lust daran verloren. Eben, weil jetzt geht es auf den Winter zu und jetzt muss ich irgendwas Warmes stricken, damit es mich im Winter nicht friert. Gut. Woran ich aber mit ganz, ganz großer Begeisterung gerade stricke, das kennt ihr auch schon, ich tauche wieder ab. Das ist der Baubles von Andrea Mori. Genau. Da habe ich, da letztes Mal noch nicht viel gesehen, da war nur so dieses Streifendings da. Das war auch relativ langweilig zu stricken. Da ist der Projekt Marker auch drinnen. Ziehe ich gleich mal raus. Danach ist dann dieses Brioche-Muster gekommen. Hat mir sehr großen Spaß gemacht zu stricken. Und jetzt bin ich bei so einem Lace-Teil. Und auch den stricke ich wahnsinnig gern. Also ist eine super abwechslungsreiche Anleitung, finde ich. Macht wirklich Spaß. Ich habe nur so ein bisschen den Eindruck, ich weiß es nicht, dass der so klein wird. Aber es kommt noch. Also es kommt dann nochmal ein Streifenteil, es kommt nochmal so ein Brioche-Teil und nochmal ein Lace-Teil, bloß mit der anderen Kontrastfarbe. Die ist dann die da. Also dieses helle kommt dann mit, wird dann mit dem kombiniert. Und am Ende kommt dann nochmal eine Brioche-Bordüre hin. Mal schauen. Weil der schaut eigentlich auf dem Bild so unglaublich groß aus. Ob der dann auch so groß wird. Sonst kann ich immer noch ein paar Streifen folgen oder so zwischen reinmogeln. Das würde auf jeden Fall auch noch gehen. Oder nochmal einfach das Ganze wiederholen, solange mir die Wolle reicht. Also ich denke auch jetzt nicht, dass ich da irgendwo von der Anleitung was verkehrt gemacht habe. Vielleicht hat ihn jemand von euch gestrickt und kann mir berichten, ob das wirklich von der Länge her, ob das so passt. Streifen, Brioche. Und das ist jetzt Lace, da bin ich jetzt noch nicht mal bei der Hälfte. Also da kommt noch einiges dazu. Also noch mal so ein Stück. Und dann geht es wieder mit Streifen weiter. Die Wolle davon ist von Kunterbunte Wolle. Von der lieben Sandra. Die hatte ich schon. Die habe ich mal für ein anderes Projekt bei ihr geordert. Und habe es aber dann dafür nicht genommen. Und die hat sie mir extra für dieses Projekt gefärbt. Beziehungsweise die hat sie mir geschenkt und die habe ich dann noch dazu geordert. Ah, da wären wir auch bei dem Thema. Dieses Video enthält, wie alle anderen Podcast-Videos, unbezahlte Werbung. Ich habe gerade zwar mal den ein oder anderen Knäuel geschenkt, meistens von der lieben Sandra, aber meistens eben aus einem irgendwelchen Grund und Anlass. Also, gut. Jetzt trinke ich mal noch einen Schluck. Im Moment wird es wieder kühler. Ich sitze ja auch mit einer langen Jacke. Die habe ich übrigens nicht gestrickt. Da werde ich ganz oft dafür angesprochen, ob ich die gestrickt habe. Die Jacke, nein, die ist gekauft. Das ist eine gekaufte Strickjacke. Ja, und hier ist nochmal die Anleitung. Aber ich habe es ja euch schon relativ oft gezeigt. Und wie gesagt, da stricke ich gerade mit großer Begeisterung dran an diesem Orbis-Schal. Den finde ich gerade sehr unterhaltsam zu stricken. Bisschen Abwechslung dabei, aber nicht so kompliziert wie diese Viola-Jacke. Ja, dann, was habe ich noch? Genau, dann habe ich noch Sachen auf den Nadeln, die ihr noch nicht gesehen habt. Und zum nächsten Mal, ich tauche wieder ab, Moment. Genau, zu dem Babysöckchen habe ich ja schon gesagt, dann wollte ich dann noch ein paar dazu machen und da habe ich gestern Abend angefangen. Das sind die hier.
immer oft, dass ich. Geht euch das auch so, wenn ihr das so zusammensteckt? Ich stecke immer die Nadeln rein und dann ziehe ich die Nadel raus, wo keine Maschen drauf sind. Aber ich, Dumpfbacke, habe da schon so oft die falsche Nadel erwischt. Ja, also ich ziehe die Nadel dann raus und dann habe ich die losen Maschen darum liegen. Da muss ich mich immer muss ich immer wahnsinnig aufpassen. Aber diesmal habe ich es richtig gemacht. So, jetzt sieht man es besser. Genau, also ich habe so ähnliche Socken mal irgendwo gesehen und habe mir gedacht, die gefallen mir. Ich habe jetzt aber keine Anleitung hergenommen. Ich stelle mir das so vor, ich habe das Bündchen in Blau und dann kommt dieser Schaft mit diesen eingestrickten Punkten drinnen. Und ich möchte die Ferse dann wieder in Blau machen. Weiß jetzt noch nicht. Bei der Boomerang-Ferse gibt es ja immer. Hat man ja immer diese Reihen, wo ganz rum gehen. Das möchte ich eigentlich nicht. Entweder mache ich eine Boomerang-Ferse, ohne dass man über den Fußrücken strickt, oder ich mache eine andere Fersenform. Das muss ich dann noch überlegen. Und den Fußteil würde ich dann in Orange und Beige gestreift machen und die Spitze wieder in Blau. Also schön bunt gestreifte Söckchen. Das ist so, was ich mir da vorgestellt habe. Die Wolle, die ich dazu verwende, ist einmal, das ist glaube ich, das ist irgend so ein Rest, das ist glaube ich bei Aldi habe ich die mal gekauft oder in irgendeinem anderen Discounter in so einer Mehrfachpackung war die drinnen. Und das ist von Drops Fabel, die habe ich auch irgendwann mal mitbestellt für was auch immer. Diese zwei Knäuel und die finden jetzt hier Verwendung. Genau, da habe ich diese Sockenwolle. Gründelwolle. Ja, Gründel hat, glaube ich, früher Aldi beliefert. Ich denke, dass ich es bei Aldi mal gekauft habe. Aber es ist schon eine, boah, Jahrzehnte vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Gut, also das ist das Teil, was ich noch dran stricke. Ah, ich habe auch an meinen Gipfelstürmer-Socken weiter gestrickt. Die habe ich aber jetzt nicht dabei. Die zeige ich euch dann das nächste Mal. Und dann habe ich. Also ich habe jetzt nicht viel fertig, aber ich habe irgendwie überall ein bisschen dran gestrickt, habe ich das Gefühl. Dann mache ich ja auch mit bei dem Rating for Rain, bei dem Kunkelcall. Wir haben ja da schon bei zwei Tüchern war ich schon dabei. Es ist jetzt bei mir der dritte Call und der ist wirklich gigantisch angewachsen. Es sind über 100 Leute, die da jetzt mitstricken. Und es ist nicht mehr nur aufs Allgäu begrenzt, sondern es ist wirklich eine deutschlandweite Strickaktion. Also ganz, ganz klasse. Auch unsere WhatsApp-Gruppe dazu sind unglaublich viele Leute drin. Es gibt auch eine Gruppe zum Unterhalten, aber da bin ich jetzt wieder raus. Also, weil ich war jetzt eben ein paar Tage weg. Da war mir das zu anstrengend. Ich muss mal schauen, ob ich da wieder reingehe, aber das überfordert mich so ein bisschen vom Lesen her. Ja, und. Ich bin leider etwas verspätet gestartet, weil ich habe mir Wolle bestellt von Irish Fairy Tales. Und ja, die kam leider mit Verspätung an. Also ja, ich habe es ja nicht für einen bestimmten Zeitpunkt bestellt, aber das hat einfach länger gedauert. Und deswegen konnte ich da nur ein paar Tage verspätet starten und bin jetzt auch etwas hinten dran, weil ich ja eben auch in Irland war. Bei der Wolle, nein, nicht bei Irish Fairy Tales, aber ich habe das Projekt nicht dabei gehabt. Das Ganze schaut so aus und ich stricke es eigentlich auch ziemlich so in dieser Konstellation wie auf dem Foto, also in ganz schlichtem Mausgrau. Und ich habe jetzt einfach den ersten Teil, den man eingeteilt hat bei diesem Kunkelcall, da ist es nur graus rechts, also ich weiß, es ist jetzt eigentlich ziemlich langweilig hier zu sehen. Aber soweit bin ich. Ich habe keine Streifen drin, gar nichts. Ich habe das einfach nur graus rechts. Und jetzt kommt eben dann der erste Lace-Teil. Da wird das Ganze dann etwas interessanter zu stricken. Das Maschenbild ist nicht so gleichmäßig, finde ich. Ja. Weiß nicht, ob es an mir liegt, vom Stricken her oder an der Wolle. Aber ich denke, wenn man das dann badet oder so, gleicht sich das ja dann doch immer noch etwas aus. Meine Nadelstärke ist 3,75. Vielleicht liegt es auch daran, dass doch relativ dicke Nadeln sind für dieses Garn. Da wird auch empfohlen, glaube ich, 2 bis 3 an Garnstärke. Ich hole mal schnell den Originalknäuel. Einen habe ich noch nicht gewickelt. Den hier.
die Nadelniedersalz 2 bis 3 mm. Also von dem her ist es, denke ich, auch normal, dass es vielleicht ein bisschen ungleichmäßig ist. Genau, und ja, die Farbe heißt Sandcastle, besteht aus 80% Merino und 20% Seide. Also es ist wirklich eine schöne Qualität. Und ja, die Farbe, ich habe gedacht, dass vielleicht ein bisschen mehr Schattierungen noch drinnen sind. Also die sind relativ dezent, aber jetzt so nach mehrfachem Hinschauen gefällt es mir ganz gut. Am Anfang war ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob mir das überhaupt gefällt, was schon ziemlich, ja, ziemlich mausgrau einfach ist. Aber ich wollte ja auch ein ganz schlichtes Tuch mal, weil ich habe viele bunte Tücher. Und die passen halt nicht immer überall dazu. Also ich bin jetzt auch jemand, der sonst recht bunt Oberteile oder sowas mal anhat. Und da dann noch ein buntes Tuch oben drauf, da schaut man dann aus wie ein Papagei. Das muss ich jetzt nicht unbedingt so haben. Deswegen ist es oft ganz gut, wenn man auch mal so ein paar schlichte und einfache Tücher hat. Die Anleitung ist von Sylvia McFadden. Ist kostenpflichtig auf Ravelry. Und ihr könnt noch einsteigen mit Stricken. Ich glaube, in die WhatsApp-Gruppe weiß ich nicht, ob man noch rein kann, aber einfach so. Man sieht, ihr seht es ja wahrscheinlich bei unglaublich vielen anderen Podcastern. Also es sind ja auch viele von YouTube, die da mitmachen. Und wenn ihr einfach Lust habt, fangt doch einfach an. Und ihr dürft mir auch gerne oder ihr könnt mir gerne, würde mich freuen, wenn ihr eure Fortschritte zeigt und sich euch mit mir darüber austauscht. So. Ja, das war jetzt eigentlich so alles, was ich gewerkelt habe, fast alles. Und die Folge hat jetzt den Titel Der Stash wächst. Und mir ist unglaublich viel Wolle eingezogen. Eine habe ich euch schon gezeigt, das ist diese Irish Fairy Tales. Eigentlich habe ich 3 Stränge bestellt, weil ich dachte vielleicht, dass ich das Lesmuster noch in einem anderen Farbton mache. Aber der hat nicht so ganz dazu gepasst. Ich habe den jetzt auch nicht dabei, der ist auch so grau mit, geht ein bisschen in Sandfarbene, aber mir gefällt es einfarbig jetzt besser und darum werde ich das dann auch so machen. Ja, dann ist aber ganz viel anderes eingezogen aus zweierlei Gründen. Ein Grund war, dass ich Geburtstag hatte. Hatte ich Geburtstag vor 2 Wochen fast schon. Und ja, da habe ich Wolle geschenkt bekommen. Ich habe aber auch Geld geschenkt bekommen. Von meinen Eltern bekomme ich immer Geld. Und das habe ich in Wolle angelegt. Und ich habe mir auch selbst noch Wolle gekauft. Oder Bücher gekauft. Also ich habe mich einfach auch ein bisschen selbst beschenkt. Man hat ja nur einmal im Jahr Geburtstag und das muss man ausnutzen. Ja, und was ist da alles eingezogen? Ich mache es mal so, was ich geschenkt bekommen habe. Und zwar von der lieben Sandra von Kunterbunte Wolle. Die hat mir 2 wunderbare Stränge geschenkt. Sind die nicht ein Traum von der Farbe her? Ich weiß noch nicht, was ich draus mache, aber irgendein Tuch werde ich draus machen. Ja. Aber ich weiß noch nicht, welches. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, was da draus werden könnte. Also es sollte ein bisschen mit Muster, aber nicht zu viel Muster, weil ja da diese ganzen Schattierungen drin sind. Das geht so von hellblau über rot bis ins lila. Ich habe auch ein Buch gekauft. Vielleicht finde ich da mal noch eine schöne Anleitung. Habe ich noch gar nicht so gezielt danach geguckt. Und die 2 Stränge, die wohnten in einer genialen Projekttasche. Ist die nicht super? Und hinten ist sie so schlicht und vorne hat sie dieses afrikanische Gesicht drauf. Also super toll. Sandra nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Echt begeistert davon. Ja, wenn ihr Interesse habt an Sandras Werken, ihr findet sie vermutlich nicht mehr bei Etsy. Sie löst da ihren Shop aus. Aber ihr könnt weiterhin über Ravelry, unter Kunterbunte Wolle, könnt ihr bei ihr bestellen oder bei ihr nachfragen wegen Wolle. Ob sie Projekttaschen auch verkauft, weiß ich nicht. Da müsst ihr vielleicht mal lieb fragen. Vielleicht macht sie das. Also das war das Geschenk von der lieben Sandra und nochmal 200 Gramm, mit der von Fairy Tales sind dann schon 500 Gramm. Dann habe ich mich belohnt mit etwas, ja, das habe ich gesehen und das war dann wieder so, kennt ihr vielleicht, man sieht irgendwas und ach, das geht einem dann nicht mehr aus dem Kopf.
Und eigentlich weiß man genau, das braucht man überhaupt nicht und man weiß eigentlich gar nicht so recht, ah, soll man nicht. Aber irgendwie, ja, ich habe ja Wolle bestellt für die Viola-Jacke und da war dann so ein Katalog dabei von der Firma Wohlplatz. Und da war dann eine Decke drinnen, eine Häkeldecke. Die hat mir so gut gefallen und da gab es so dieses Häkelpaket dazu. Und das habe ich mir dann einfach kaufen müssen. Da kam ich nicht drum rum. Völlig, völlig unsinnig, weil ich ja eigentlich viele Decken schon angefangen habe zu stricken, zu häkeln und noch keine fertig gemacht habe. Das ist also Decke Nummer, weiß ich nicht. Aber ich fand die einfach toll. Die schaut so aus, die Decke. Seht ihr? Spiegelt es jetzt hier so? Weiß es nicht. Aber ich glaube, ihr seht das. Ja, also ein Traum. Also es sind diese ganzen Wolle ist da drinnen und es ist von der Anleitung her super. Also es ist auf Englisch die Anleitung. Sie ist von Janie Crow. Ist wohl auch eine recht bekannte Anleitung. Also im Original sieht es so aus. Man kann das also auch relativ einfarbig dann häkeln, also ohne dass man das so bunt macht. Percy and Tiles. Ich weiß nicht, ob es diese Anleitung einzeln gibt. Da müsstet ihr mal schauen. Ich glaube nicht, dass es digital gibt, diese Anleitung, sondern nur gedruckt. Und ja, und ich habe, da war dann eben einmal so dieses Büchlein mit der Anleitung, Reihe für Reihe beschrieben, ziemlich detailliert. Und dann hier sind die ganzen Farben. Also da sieht man für jedes, was ist das, Achteck, sind andere Farbreihenfolgen. Da steht genau drin, welche Farbe man dann nimmt. Ich denke, ich werde mich auch so halten. Es ist wirklich, ach, ich finde es einfach schön krachig und bunt. Und da war eben dann auch noch die ganze Wolle dafür dabei. Die zeige ich euch jetzt allerdings nicht. Vielleicht hänge ich euch ein Bild hinten an oder ich blende es jetzt hier kurz ein. Ich habe mal alle Wolle fotografiert. Wenn ich dazu technisch in der Lage bin, seht ihr jetzt hier irgendwo auf der Seite die ganze Wolle, aus der diese dann gestrickt wird. Ich hebe mal einen Knäuel gerade hoch. Die Wolle ist jetzt, sage ich mal, nichts Besonderes. Es ist auf jeden Fall eine Poliwolle von Stylecraft Special Double Knit heißt sie. Und ja, 100% Acryl, die K-Stärke. Aber es ist für eine Decke, finde ich, nicht schlecht, erstmal, wenn es die K ist. Und es ist auch es fühlt sich gut an, das Acryl. Also, es ist kein so billiges, wo es dann knistert, wenn man die Wolle anlangt, sondern man merkt schon, also, es ist jetzt nicht das Allerbilligste. Ich habe ein Quadrat, ein Achteck bis jetzt gehäkelt. Zu mehr bin ich jetzt noch nicht gekommen. Und zwar dieses hier. Ist das nicht toll? Also es macht wahnsinnig Spaß zu häkeln. Das Einzige ist, man muss viele Fäden vernähen, aber wenn man das immer gleich macht, dann kommt man da ganz gut hin. Mein Problem ist jetzt aber, das seht ihr jetzt hier, das Ding ist total durchsichtig. Also eine wärmende Decke kriegt man da auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich mit diesem Ding mache, wenn es jemals fertig werden sollte. Also wo ich das dann hinlege, wofür ich das verwende. Also wenn ich das wirklich als Decke verwende, würde ich auf jeden Fall hinten einen Stoff hinnähen oder eben als Zierdecke irgendwo dann ja über ein Sofa werfen, das ich noch nicht habe. Ich weiß es nicht, aber man muss ja nicht alles immer vorab planen und mit dem Kopf machen. Es ist ja auch mal schön, wenn man was aus dem Bauch macht. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß und mich hat es einfach gefreut, dieses Ding. Und dann war es noch ganz lustig bei der Bestellung. Ich habe das ja bestellt bei wollplatz.de. Da könnt ihr eben dieses Paket bestellen. Man kann es auch über England bestellen, habe ich inzwischen gesehen. Da ist es fast sogar noch etwas günstiger. Aber es kommt nicht viel hin und her. Auf jeden Fall habe ich es dann bestellt, habe dann brav bezahlt mit PayPal, wie ich es immer mache. Und dann ruft mich die Dame von Wollplatz an und sagt, ja, die Bestellung ist in Ordnung. Ich habe das ja auch schon bekommen, habe schon das Wollpaket bei mir zu Hause gehabt. Die liefern nämlich super schnell. Aber die Bezahlung von PayPal, die ist bei denen nicht eingegangen, die ist wieder zurücküberwiesen worden. Und das Problem ist, das haben sie immer bei diesem Häkelpaket, weil da das Wort Persisch im Titel steht, Persian Tiles, was so viel heißt wie persische Fliesen.
Und das Wort Persisch und ist irgendwie auf der roten Liste bei PayPal. Deswegen nehmen die diese Zahlung nicht an, weil Persisch, Iran, könnte ja vielleicht irgendwo, was weiß ich, dass, keine Ahnung, die Bombe zum selber Häkeln drin sein. Ich weiß es nicht, was die da vermuten, aber allein auch durch dieses Wort haben die auf jeden Fall diese Zahlung dann storniert. Und ich habe das dann wieder zurück überwiesen bekommen von PayPal und habe es halt dann so überwiesen. Also es hat dann nicht funktioniert. Fand ich unglaublich lustig. Also wie man mit einem simplen Häkelpaket, mit einer Wolldecke, da so in den Verdacht des Terrorismus oder was gerät. Gut. Aber naja, so ist es. So ist die heutige Zeit leider. Gut. Aber wenn man es normal überweist, war das dann auch gar kein Problem. Also meine normale Hausbank hatte da dann kein Problem. Da stand auch nicht das Wort Persisch dann drinnen, sondern einfach nur die Rechnungsnummer. Okay, dann war das noch nicht alles an Wolle, was ich mir zum Geburtstag bestellt habe, weil noch ein anderes Projekt ist mir so durch den Kopf gespuckt und zwar schon einige Jahre und vor kurzem gar in der Kunkelstube haben sie auch wieder drüber geredet und da haben wir gedacht, ach, da war was. Genau, das wolltest du auch mal machen. Und ich habe eigentlich schon Wolle dafür zu Hause, aber irgendwie gefällt mir die nicht mehr. Da habe ich auch schon mal angefangen, aber da war ich nicht so 100% glücklich. Und deswegen habe ich mir jetzt dann nochmal neue Wolle bestellt. Und zwar Wolle, mit der ich schon ewig auch mal stricken wollte. Und zwar die Alafos-Lopi-Wolle. Das ist ganz robuste irische Wolle. Also ihr seht das hier. Die ist wirklich also so richtig dick und fest und ist auch kratzig. Aber sie ist halt sehr naturbelassen, kommt aus Island und das gibt diesen Mantel Sylvie. Ich habe leider die Anleitung jetzt nicht hier. Wenn ich damit anfange, werdet ihr das aber dann wahrscheinlich noch oft genug sehen. Es ist ein langer Wollmantel, also ich möchte nicht ganz so lang machen, mit hinten einem super tollen Blumenrankenmuster drauf. Also er schaut wirklich gigantisch aus, hat dann oben noch eine Kapuze. Und ich denke, wenn ich das mit dieser recht robusten, dicken Wolle stricke, wird der auch relativ winddicht. Und ja, und ich habe da auch schon, man sieht es ja auf Ravelry immer schön, die Projekte, die schon fertig sind und die schauen da alle klasse aus. Und deswegen, ja, habe ich mir da diese Wolle dazu bestellt. Für den Mantel braucht man natürlich, ich glaube, ich habe 12 Knäuel, also 1200 Gramm Wolle. Und das mit der Häkeldecke sind, glaube ich, auch 1000 Gramm oder so. Also wie gesagt, also es ist gigantisch viel Wolle bei mir eingezogen. Jo, dann Teil 2 meiner Wollzufuhr war jetzt der Anlass, dass ich nach Dublin gereist bin. Ich erzähle nachher noch ein bisschen von Dublin, aber ich da in Dublin habe ich mir natürlich gedacht, da in Irland ist ja bekannt für seine Wolle und da möchte ich natürlich auch in ein Wollgeschäft. Ich habe mich dann auch beraten lassen von der lieben Resi von The Passion Knit Spinner heißt, glaube ich, ihr Podcast, ein englischer Podcast. Und liebe Resi, herzlichen Dank. Du hast mich gut beraten. Ich habe beide Wollgeschäfte gefunden und in beiden was eingekauft. Im ersten, das ist in der, ja, nee, sind eigentlich beide in der Stadtmitte, kann man nicht so sagen. Ja, im ersten habe ich diese drei Stränge hier gekauft. Kommen hier arg dunkel raus. Sie sind eigentlich dunkelblau. Aber liebe Sonne, naja, so vielleicht eher. Also sie sind dunkelblau, haben so ein bisschen Tweed-Optik und ist eben aus Irland. Das ist 100% Lammwolle, Lambswool. Auch etwas robuster eher. Und auch wenn sie jetzt dicker ausschaut, es soll eigentlich Fingerring sein. Aber es ist, denke ich, ja, man könnte auch vielleicht eher Sportswede. Aber sie verkaufen das als Fingerring. Und warum ich gerade die gekauft habe, da hing nämlich eine Jacke aus diesem Darnie Garn von. Wusste nicht, von wem die Jacke da ist, aber ich habe es gegoogelt, die ist von Isabel Krämer.
Jaycee heißt sie, oder ja, Jaycee wird es man wahrscheinlich aussprechen. Und die haben sie aus diesen drei Strängen gestrickt. Da stand auch dran, wie viel man braucht. Deswegen wusste ich, mit drei müsste ich da auskommen. Und habe mir gedacht, genau, das möchte ich aus diesen drei Strängen machen. Das ist das passende Projekt dazu. Also das war mein Einkauf im ersten Wollgeschäft. Da kam dann noch was dazu, zeige ich euch gleich. Und dann habe ich noch ein Wollgeschäft aufgesucht. Und da habe ich dann diese drei Schönheiten noch mitgenommen. Das ist Wensleydale. Also ich glaube, das ist ein spezielles Schaf aus Yorkshire. Steht auch dran, dass es aus Yorkshire ist. Also auch etwas, was ein bisschen besonders ist. Es ist Yorkshire, ist zwar nicht, glaube ich, nicht Irland, sondern eher England, aber egal. Ja, und das soll ein Tuch geben. Ich weiß aber noch nicht welches. Aber das, die drei werde ich zu einem Tuch verarbeiten. Windet es wieder total. Ich bin hier vom Winde verweht. Wobei es ja sonst recht angenehm zum zum Sitzen ist eigentlich. Ja. Also, das waren meine Urlaubseinkäufe. 600 Gramm Wolle habe ich nach Hause bekommen. Obwohl ich noch mit Handgepäck gereist bin, aber man braucht ja nicht viel für ein paar Tage und so Wolle lässt sich wunderbar überall reinquetschen. Ja, dann habe ich auch noch einiges an Anleitungen und Büchern. Und zwar habe ich, das habe ich schon etwas mitgenommen aus, leider vom Transport, was ich schon hier gesucht habe, aber hier war es ausverkauft, aber dort in einem der englischen Wollgeschäfte hatten sie noch ein Exemplar, das Lane Magazine. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das Neueste. Ich glaube, da gibt es schon wieder ein aktuelleres. Aber ja, ich finde das einfach, es ist sehr teuer. 25 Euro finde ich schon ziemlich happig, oder 26 Euro für so ein Magazin. Aber ja, es ist einfach schön. Und es sind dann eben so schöne Bilder drinnen. Und ja, schöne Anleitungen natürlich. Und deswegen habe ich mir das jetzt einfach geleistet. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeine Anleitung da unbedingt draus stricken muss, muss ich ehrlich sagen. Also die gefallen mir schon, aber es ist keine, wo ich sage, die muss ich jetzt unbedingt machen. Aber ich musste das jetzt unbedingt haben. Ich habe mir dann auch noch eine einzelne Anleitung gekauft, weil der Pulli nämlich da dran gehängt ist. Das ist dieser hier. Das ist, glaube ich, Gälisch dann oben drauf. A Love Story. Und der sah wunderbar aus. Das ist aus einem ganz filigranen Garn gestrickt worden. Konnte ich mir jetzt gut vorstellen, zum Beispiel aus einem Wollmeise Lace oder aus einem anderen Lace Garn auch. Also so ein ganz feiner Pulli. Der hat mir einfach gut gefallen mit diesem wunderschönen Lace-Muster da an der Blende dran. Der ist so ein bisschen ausgestellt. Da ist noch ein Bild im Ganzen. Wobei das Ausgestellte finde ich jetzt nicht so optimal für mich. Aber man kann es ja dann einfach gerade runterstricken. So, dann habe ich ja das Pompom Magazine abonniert. Das war dann auch in den letzten zwei Wochen in meinem Briefkasten. Auch das finde ich, es ist nicht billig, aber es ist einfach wunderschön und es ist auch so wertig, allein so dieser Umschlag. Das ist alles so ein bisschen gewachst und das ist einfach ein ganz, ganz schöne Haptik, das Ganze. Und ich finde, es sind auch diesmal wieder ganz tolle Modelle drin. Den am vorne dran finde ich ganz, ganz toll. Wobei ich mir den nicht stricken würde, weil ich weiß nicht, ob ich den wirklich so anziehen würde. Oder aber es ist ein gigantisch schöner Pullover. Was ich ganz toll finde, sind diese Mütze und Handschuhe. Die sind auch mal ganz schnell vielleicht so zwischendrin gestrickt. Und den finde ich auch wunderschön. Vielleicht mit einem anderen Ausschnitt. Diesen hochgeschlossenen Ausschnitt weiß ich jetzt nicht. Obwohl, wenn man dann vielleicht eine schöne Kette oder so dazu anzieht, schaut das auch wieder gut aus. Also den finde ich auch ganz, ganz interessant und toll gestrickt. Auch mal was anderes. Also das finde ich auch toll beim Pompom Magazine. Das sind immer so ein bisschen nicht so die Standardanleitungen, wie man sie überall sieht, sondern auch oft was Besonderes einfach drinnen.
Genau. Ja, auf dieses Tuch. Jetzt bloß nicht zu viel zeigen. Das finde ich auch schön. Mit so ein bisschen Flauschgarn, woher. Man kann das sicherlich auch kombinieren. Ein normales Garn mit Flauschgarn. Ich habe auch so ein bisschen Flauschgarn noch irgendwo hier rumliegen. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht auch stricke. Und dann habe ich noch ein deutsches Strickmagazin gekauft. Das heißt, eigentlich ist es Englisch, aber es ist die deutsche Ausgabe, und zwar The Knitter. Den fand ich jetzt auch ganz toll. Und zwar schon mal die Jacke vorne dran. Die finde ich super klasse. Nachdem ich ja schon die eine Colorwork-Jacke stricke, vielleicht bin ich dann so infiziert, dass ich noch eine stricke. Allerdings wird die nicht gestickt, sondern die wird in Einzelteilen gestrickt. Ich weiß nicht, ob ich das dann machen würde, weil ich nicht in Runden in Rückreihen verallstricken möchte. Das gut. Was mir auch noch sehr gut gefällt, ist dieser Schal, den finde ich auch ganz toll. Da könnte ich auch einen meiner Shopee-Zauberbälle dafür verwenden. Und diese Jacke, die finde ich auch süß. Diese Jacke hier. Dann sieht sich hier dann noch in Groß. Die hat oben so ein Rechts-Links-Muster drinnen. Und dafür hätte ich sogar die passende Wolle, die auch hier verwendet ist, da. Das ist eine Decay-Wolle. Also, schöne Modelle sind drinnen, finde ich. Ja, es muss einem ja nicht jedes gefallen, aber ich finde auch diese Jacke, diese Tasche finde ich total nett. Ich weiß zwar nicht, ob man sowas dann wirklich verwendet, aber so von der Optik her finde ich die sehr, sehr hübsch. Vielleicht, wenn sie richtig ausgehen, vielleicht mit Leder bändelt, also ich würde sie dann stricken und würde oben vielleicht Ledergriffe hinmachen, dass sie ein bisschen noch eine andere Optik dann bekommt. Ja, gut, dann was habe ich mir noch gekauft? Ach, ihr seht, ich war im Kaufrausch. Trinke ich aber noch mal einen Schluck. Wir haben auch schon 47 Minuten. Also es tut mir leid, wenn das Ganze jetzt hier so lang wird. Aber ich habe es schon fast befürchtet. Ach, das stelle ich, glaube ich, das nächste Mal vor. Genau, dann habe ich mir noch von Melanie Burke das Buch gekauft. Das gab es sogar auch im englischen Wollladen, aber ich habe es hier bestellt. Das haben auch schon einige Podcaster vorgestellt. Ich habe noch keine Anleitung von Melanie Burke. Also es sind wohl viele Anleitungen, die sie sonst schon rausgebracht hat und ein paar neue dazu. Aber da ich noch gar keine Anleitung von ihr habe, ist dieses Buch wirklich sehr lohnenswert. Es sind lauter tolle Schals drinnen. Und vielleicht finde ich ja, man dachte hierfür eine Anleitung da drinnen. Und für die den dreifarbigen. Ich glaube, am Schluss gibt es so einen Überblick, dass ihr das so. Also sind es nicht alle, aber es sind wirklich total schöne, tolle Tücher drinnen. Und man könnte eigentlich das Buch von vorne nach hinten durchstricken. Ja, wenn man genug Zeit hätte. Gut. Ja, ich bleibe jetzt mal so weit. Ich habe noch zwei Bücher, aber die bestelle ich euch dann einfach das nächste Mal vor, wenn ich dran denke. Das eine hat was mit Nähen zu tun, das andere ist was ganz anderes. Also, ja, es hat auch was mit Stricken zu tun. Aber ich will jetzt da eben das Ganze nicht so in die Länge ziehen. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen was von Dublin erzählen und hinten dran dann auch ein paar Bilder hängen. Wen das Ganze jetzt mit Dublin nicht interessiert, dem würde ich mich schon mal verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, von Dublin, wir sind hingeflogen und hatten dann eine Privatunterkunft, Airbnb, ein bisschen außerhalb von der Innenstadt, sind dann immer halbe Stunde ungefähr mit dem Bus gefahren, was gar kein Problem war, weil die Busverbindungen da wirklich klasse sind und die Bushaltestelle war auch direkt vorm Haus. Es war ein Vorort, Clondalkin hieß der.
war auch ein Pub in Fußnähe da. Also sind wir so 10 Minuten in das örtliche Pub gelaufen, was auch ganz nett war, weil wir da einfach auch in einem Pub waren, wo nicht nur von Touristen besucht ist oder kaum von Touristen besucht ist, sondern halt so das, ja, sag mal so, das richtige Irland so ein bisschen erlebt haben. Es hat uns auch sehr verwundert. Wir waren dann am Wochenende, am Abend dann auch noch drinnen. Also da geht, glaube ich, jeder ins Pub. Das war wahnsinnig voll, obwohl es ja ein ganz normales Wochenende ist. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwie ein besonderer Feiertag war. Und was mir auch aufgefallen ist, die Damen waren unglaublich herausgeputzt. So das, dass man in ein Pub geht, was für mich ja eine Kneipe ist. Also wenn ich hier im Ort in meine Kneipe gehe, dann, ja gut, mal über die Haare gebürstet und vielleicht noch eine Lage Wimperntusche aufgelegt und das war's dann. Aber da wirklich mit High Heels und mit Kleidchen und mordsmäßig geschminkt und also, ja, ja man legt da Wert, dass man hübsch ausschaut anscheinend. Ja, aber nun zu Dublin. Dublin haben wir angeschaut. Ja, halt so die Innenstadt. Sehr, sehr schönes Städtchen. Also es ist keine richtige Großstadt, finde ich. Also so richtige Wolkenkratzer und große Gebäude sucht man vergebens. Es sind schon einige historische Gebäude da, die so monumental wirken, aber es sind auch viele kleine Bürgerhäuser, die eben und so dieses mit roten Ziegelsteinen, so richtig schnucklig irgendwie von der Innenstadt. Und ja, wir haben jetzt nicht so gezielt, dass wir irgendeine Stadtführung gemacht hätten. Wir sind einfach viel umeinander geschlendert und mal dorthin und mal hierhin geguckt und haben uns einfach die Stadt auch so ein bisschen auf uns wirken lassen. Das finde ich immer ganz sehr, sehr angenehm und das kann man in Dublin wirklich gut machen. Was wir uns etwas gezielter angeschaut haben, war die Trinity College, dieses große Universitätsgelände. Da haben wir etwas genauer geguckt. Ich bin zwar jetzt nicht in die Ausstellung gegangen zu diesem Book of Kells, weil die Schlange da davor schon sehr, sehr lang war und es zu dem Zeitpunkt auch sehr windig war und geregnet hat. Da wollte ich mich jetzt nicht in die Schlange stellen. Vielleicht mache ich das dann ein anderes Mal, wenn ich mal wieder nach Dublin kommen sollte. Aber ja, das haben wir jetzt nicht unbedingt gemacht, aber so dieses Universitätsgelände war schon sehr, sehr schön und sehr beeindruckend auch. Dann haben wir ja, so die Grünanlagen auch angeschaut, die sehr schön angelegt sind. Wir haben eine Stadtrundfahrt gemacht mit so einem Hop-on-Hop-Hop-off-Bus, der uns einfach auch die etwas außengelegenen Bezirke gezeigt hat, zum Beispiel St. Georgetown heißt es, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich mir das richtig gemerkt habe, wo also ein Haus ausschaut wie das andere, nur die Türen haben unterschiedliche Farben und das eben dort eben aber nicht Wohnsitz war für die Arbeiter, sondern durchaus ein sehr angesehener Wohnsitz von den Dublinern, also von durchaus reichen Bürgertum, angesehenen Bürgertum, die eben dort gewohnt haben. Und es war es wirklich eine unglaublich viele Häuser und alle gucken gleich aus. Und bei manchen Türen gibt es dann so ein bisschen Unterschiede, was auch ganz witzig ist. Eine ist zum Beispiel breiter, da hat dann mal der König drin gewohnt. Und ja. Und was haben wir noch angeguckt? Genau, wir waren dann auch in einer Whisky-Verkostung. Nicht nur Wolle, sondern auch Whisky. Habe auch Whisky gekauft, allerdings nur in kleinen Flaschen, wegen Handgepäck. Was auch sehr interessant war, also so wie Whisky hergestellt wird, hat man so ein bisschen gesehen und dann konnte man Whisky probieren. Ja, wenn man das mag, ist wirklich schön zu sehen und das hat ja auch richtige Tradition und Kultur dort. Also es ist nicht so groß, das Gelände, weil ja, man sieht eigentlich nur einen Raum, also die haben jetzt nicht eine Brauerei, wo jetzt wirklich literweise hergestellt wird, sondern es ist schon eher übersichtlich, aber es ist eben schön erklärt und man sieht eben, wie das Ganze dann entsteht und ja, und wenn man das dann auch noch probieren kann, dann ist es gut. Würde ich allerdings eher erst einmal abends machen, also vormittags bräuchte ich jetzt noch keinen Whisky, wir hatten das auch dann abends vorm Abendessen gemacht. Ja, dann waren wir noch in Kilmainham Gaol, hieß das. Das ist ein altes Gefängnis. Das war auch sehr beeindruckend, das eben im 17. Jahrhundert erbaut worden ist und eigentlich zunächst als sehr modernes Gefängnis galt,
aber ja, man hat eben, die Bedingungen dort waren halt alles andere als angenehm, kann man sich vorstellen, zu dieser Zeit. Es waren verschiedene Gefangene drin, sehr, sehr viel politische Gefangene. Man hat also dort auch sehr viel mitbekommen von der irischen Geschichte, die ja immer wieder sich bemüht haben, die Irländer, dass sie von England wegkommen, dass sie da also ihre Unabhängigkeit erreichen. Und dann aber auch waren viele drinnen, die wegen bei der großen Hungersnot, also im 19. Jahrhundert gab es eine große Hungersnot, die dort eben eingesperrt waren, und auch Kinder waren dort eingesperrt, und es war auch lange Zeit Frauengefängnis. Und es war schon sehr interessant auch zu hören, wegen welchen kleinen Delikten man dort für ein paar Wochen, Monate ins Gefängnis gekommen ist. Also ich habe irgendwo gesagt, der jüngste Inhaftierte war, glaube ich, fünf Jahre alt, und der hat irgendwie irgendwas gestohlen, irgendwelche Lebensmittel gestohlen und war dann da 2,5 Monate inhaftiert. Also schon sehr krass einfach. Und hat auch dann sehr, sehr schöne Optik. Also der Neubau hat eine sehr schöne Optik. Man sieht das auch in vielen Filmen. Ich hänge hinten dran ein Bild. Vielleicht erkennt ihr das. Also vielleicht habt ihr das schon mal in irgendeinem Film gesehen. Also da werden viele Filme eben dort gedreht. Ja, das haben wir dann angeguckt. Dann waren wir einen Tag in Hoves. Das ist so ein, ja, ein kleiner Fischerort neben Dublin, man fährt so ein bisschen raus. Mit der Bahn kann man das gut erreichen, und da kann man so ein bisschen die Küste entlang wandern. Wir hatten dann einen Spaziergang gemacht an der Küste entlang. War sehr, sehr schön, war allerdings sehr viel los. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber gut, ist halt so. Ist halt Hauptsaison, und ja, ein Geheimtipp ist es natürlich auch nicht. Aber es war trotzdem ein sehr angenehmer Tag. Wir hatten da auch wahnsinniges Glück mit dem Wetter, weil das sonst war es immer so sehr wechselhaft vom Wetter her. Es war meistens relativ kalt und hat dann wie so typisch ja, britisches Klima, hat dann halt mal eine halbe Stunde die Sonne gescheint, dann hat es wieder 10 Minuten, Viertelstunde geregnet, und dann hat sich wieder geändert, das Wetter. Also es war so immer wechselhaft. Aber an dem Tag, wo wir in Hof waren, war wirklich der ganze Tag schönes Wetter, und wir konnten das da richtig genießen. Und im Hafenbecken haben wir echte Seelöwen gesehen. Also was heißt echte Seelöwen? Halt Seelöwen, wilde Seelöwen in Freiheit, die eben dort anscheinend sich darauf spezialisiert haben, irgendwelche Fischreste oder anderes zu ergattern, entweder von den Fischern dort oder auch von den Touristen, keine Ahnung. Aber die waren total zutraulich und nah am Ufer und haben da so raufgeguckt und gewartet, dass man sie fotografiert, weiß ich nicht, aber vielleicht, dass irgendwas Essbares für sie abfällt. Ja, also war wirklich ein schöner Tag, und ja, wir hatten wirklich schöne Zeit. War zwar ein bisschen Remi-Demi und Chaos auch, weil, vielleicht habt ihr es mitbekommen, am Wochenende war ja der Papst in Dublin. Der hat sich nicht mit uns abgesprochen, weil, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ein anderes Wochenende gebucht. Es war nämlich da wirklich viel, viel Chaos. Es waren Straßen gesperrt, und man musste schon gucken, ob der Bus jetzt da so fährt, wie es im Plan ist. Oder es war zwar immer ganz gut ausgeschildert dann, also wir sind dann schon zurechtgekommen, aber ja, waren einfach ein paar Einschränkungen da, und natürlich auch unglaublich viele Leute für diesen Papstbesuch auch, also auch Iren, die da eben angereist sind, um den Papst zu sehen. Wir haben den Papst nicht gesehen, also haben wir uns auch nicht bemüht, den Papst zu sehen. Also wir sind da eben, es war der Tag, an dem wir in Hof waren, am Samstag, und da war der Papst in der Innenstadt. Wir sind eher geflüchtet vor ihm, und ja, und am Sonntag sind wir dann gleich wieder heimgeflogen. Aber da waren wir auch ziemlich früh unterwegs zum Flughafen, weil es hieß dann schon, man soll recht früh losfahren, damit man rechtzeitig da ist, weil es eben Verkehrsbehinderungen geben kann aufgrund von diesem Papstbesuch. Und wir haben dann auch schon gemerkt, da waren dann schon die ersten, ich sage immer Papst-Groupies, also die ersten Gläubigen unterwegs für die Papstmesse, die da an dem Tag stattgefunden hat. Und haben wir auch gedacht, boah, die Leute haben schon ein Durchhaltevermögen, weil es war wirklich ein saukalter Tag mit ziemlich viel Regen am Sonntag. Und die sind da schon um 8, 9 waren die da schon unterwegs, obwohl die Messe erst um 3 Uhr angefangen hat. Ja, das waren so meine Erlebnisse in Irland, und ich war natürlich in diesen 2 Wollgeschäften drinnen. Die waren sehr, sehr schön. War nicht groß, aber sie hatten ein sehr schönes Angebot, waren auch sehr freundlich, die Damen dort. Und ja, also auch zum Einkaufen, so kann man Irland schon empfehlen. Ich bin jetzt niemand, der so viel Klamotten kauft oder so, aber ich glaube, da findet man schon manches. Und auch so Kleinkost oder so
Sehr, 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 sehr schöne, nette Sachen. Also ich hätte noch manches gesehen, was mir gefallen hat, aber ja, mein Geldbeutel freut sich, wenn ich nicht so viel kaufe. Und da wir auch nur Handgepäck hatten, musste ich mich natürlich auch ein bisschen einschränken und konnte da nicht so zuschlagen, wie es vielleicht bei uns zu Hause gemacht hätte. Ja, gut. Ich hänge hinten dran noch ein paar Bilder von meinen Eindrücken aus Dublin. Und damit bin ich jetzt am Ende und habe jetzt wirklich eine Stunde mit meinem Handy gequasselt. Ich hoffe, es ist euch nicht langweilig geworden und ich verspreche euch, die nächste Folge kommt und die wird wieder kürzer. Bis dahin, pfiat euch, klappert fleißig mit den Nadeln, lasst keine Maschen fallen und lasst es euch gut gehen.